Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Bellride. Ja, im letzten Part sind wir ja beim Glockenturm stehen geblieben. Wir haben den gebaut und somit hat sich natürlich auch wieder eine neue Banditengruppe oder Brigantengruppe auf den Weg gemacht. Ich habe die jetzt halt schon mal, ja, ich sag mal, vorgekämpft. Ich blende euch jetzt auf jeden Fall ein paar Ausschnitte davon ein und dann würde ich sagen, let's go. Leute, wie ihr sehen könnt, links auf der Seite, Herndin ist befreit. Ich habe es endlich geschafft. Es ist aber jetzt auch echt Zeit geworden. Ich habe wirklich ganz in der Früh damit angefangen. Jetzt haben wir es 19.34 Uhr. Es hat also quasi wieder den kompletten Tag gedauert. Jetzt würde ich mal sagen, ich baue mir noch kurz hier ein Reiseschild hin und dann sehen wir uns im Lager wieder. Nach einem langen, anstrengenden Tag gönnen wir uns jetzt ein Mützchen Schlaf und haben mittlerweile Tag 118. Ein neuer Tag bricht an, die Dörfer werden bla 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 und bla bla bla. Sehr, sehr geil. Also, Herndin ist tatsächlich befreit. Das ist ja mal mega. Jetzt schaue ich mal, was ich hier davon eigentlich alles ablegen kann. Und mein Ding ist voll. Deswegen gehen wir einmal hier zum Lager. Und packen da einfach mal den Rest rein, den ich jetzt nicht brauche. Fischeintopf, den müsste man essen. Jetzt ist er verdorben. Na tolle Wurscht. Ja, dann komm mal her, Helga. Du bekommst von mir mal leckeres Essen. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir düsen jetzt auch mal nach Herndin und gucken, was da jetzt halt so los ist. Und wir brauchen ja auch immer noch diesen Apprentice, Bauer, Holzfäller und so weiter. Vielleicht kriegen wir ja jetzt einen. Ich weiß tatsächlich nicht. Hier, da ist es. Da ist die Quest, die ich eigentlich verfolgen wollte. Dann können wir die jetzt nämlich auch abschließen. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft. Es war eigentlich ein ganz chilliger Ort, wo die waren. Denn so konnte man sich richtig gut verstecken, auch vor den Bogenschützen. Ja, also hat an der Stelle wirklich richtig, richtig gut geklappt. Da ist nochmal unser Glockenturm. Ich hoffe, dass wir jetzt 2, 3 Tage Ruhe haben vor diesem blöden Briganten. Und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht hier auch ein bisschen das Dorf aufbauen und so. Hat nichts zu sagen. Habt ihr alle nichts zu sagen? Expertschmied. Hallo. Ach so, nein, ich wollte dich ja eigentlich fragen, ob du mir helfen möchtest. Aber das kann ich dich gar nicht fragen. Naja, gut. Gucken wir weiter, wen es noch so gibt. Warte mal, stand da Gastwirtin dran? Hä, wo ist die jetzt hin? Sorry. Nee, okay. Wer bist du? Auch nur irgendein Hiopai. Okay, egal. Wir gehen erstmal zu Dobron. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Expert Zimmermann. Warte mal, Apprentice Bauer. Benötigt das Vertrauenslevel Bellride. Ja, vielleicht kriege ich das erst, wenn ich tatsächlich hier mit Dobron geredet habe. Ich bin ja gespannt. Eigentlich müsste ich jetzt ja der Dorfälteste sein, beziehungsweise die.
Let's talk. Ihr habt es geschafft. Ihr habt uns die Freiheit gebracht. Es war nicht leicht. Ja, du bist jetzt der Bellwright von Herndin. Erste Sahne. So, wo sind sie denn dann alle? Hallo Leute, ich brauche ganz viele Apprenticed Weber. Ja, du kommst mit. Du darfst nach Hause gehen. Also, wir haben einen Weber. Ich weiß, die werden sich jetzt dann wieder zanken. Weil ja zu viele aus einem Dorf da sind, aber das ist mir wurscht. Gut, dann haben wir auch einen Apprentice-Schmied. Hallo, wohin gehst denn? Bleib halt da. Dann wäre ein Holzfäller noch gut. Finden wir schon, oder? Expert-Weber-Expert. Ne, wir haben einen Apprentice, haben wir. Apprentice-Weber. Du bist die Emily, du hast nichts zu sagen. Was ist mit dir? Expert Zimmermann. Stimmt, die können wir ja nicht. Hat nichts zu sagen. Apprentice Weber, den haben wir ja aber schon. Hallo, ich brauche einen Holzfäller. Die haben alle nichts mehr zu sagen. Das ist ja sehr schade. Expertschmied. Gods, I hope I don't freeze to death. Holzfäller. Ich brauche einen Holzfäller. Leute, Leute, von heute. Holzfäller wird gesucht. Einmal antreten, bitte. Oh, halt. No, das wollte ich nicht. Ich wollte gucken, was du für einer bist. Keiner, okay. Spare a coin, da ist unser Kit. Bist du? How's that new weapon treating you? Wieso haben die mir denn plötzlich nichts mehr zu sagen? Bit nippy this morning. Das finde ich schon sehr schade, ne? Apprentice Bauer. I heard the elder has been asking if there is anyone who could help him out with some things. Nehmen wir halt den. Und jetzt haben wir, glaube ich, nicht mehr genug Punkte. Ja, gut. Dann haben wir ja jetzt wenigstens zumindest mal ein paar Apprentice-Leute. Und ich glaube, das müsste sich genau ausgehen mit dem Haus. Sehr, sehr geil. Das freut mich wirklich. Gehen wir mal heim und gucken, was wir jetzt Neues erforschen können. Habe ich noch was zum Essen? Nee, das habe ich ja alles der Alten gegeben. Und hier unten steht es jetzt auch. Herndin ist befreit. Sehr nice. Kann ich denn jetzt hier auch theoretisch Bäume fällen und so? Oder geht es immer noch nicht? Was steht hier? Nee, geht immer noch nicht. Ja gut, hätte ja sein können. Dann einmal zurück zum Lager. Und es ist natürlich dickster Winter. Finde ich nicht so geil. Aber der Sommer kommt ja auch bald wieder. Okidoki. Also. Zimmermann haben wir nicht. Gastwirt haben wir nicht. Wir haben einen Bauer, der kann aktuell noch das Bienenhaus erforschen. Und ich möchte jetzt auf jeden Fall mal, dass das Rundschild hier erforscht wird. Das ist jetzt erstmal wichtig. Besseres Schild, bessere Verteidigung. Wie viel? Was brauchen wir denn alles? Ich habe es jetzt schon wieder total verplant. Ah ja, genau. Also dreimal die Nägel, 5 Holzplanken, oder? Ja, 5 Holzplanken und 5-mal Seilos. Happy days, all thanks to you. Habe ich noch irgendwo Seil? Ich habe das irgendwo reingeschmissen, das weiß ich ganz genau. Und mal nach den Holzplanken. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2. Habe ich keine Seile mehr oder was ist los? Das gibt's doch gar nicht. Nee, lass mich mal in Ruhe. Ich möchte doch dahin.
Doch hier, 3, 4, 5. So, endlich können wir wenigstens das ganze Zeug erforschen. Schmied haben wir auch, das heißt den Kesselgut könnten wir erforschen. Und hier die gesteppte Hose und die gesteppte Weste. Auch nice. Das machen wir dann auf jeden Fall. Und dann, ja, wäre es gut, wenn wir natürlich auch mal hier diese ganzen Quests noch erledigen in Herndien. Hier, der braucht nämlich auch noch total viel. Einfache Axt und Ulmen Kurzbogen. Die drei Äxte habe ich schon. Brauchen wir also nur noch eigentlich die zwei Bögen. Jetzt weiß ich nicht, ob hier noch was drinnen ist. Nee, dann gebe ich die doch mal in Auftrag. So. Was haben wir gesagt? Zweimal Ulmen Kurzbogen. Tun wir ihn mal ganz hoch. Dann die Bewährungsprobe. Da brauchen wir noch eine Wolfstrophäe. Hirsch und Wildschwein habe ich. Nur noch der Wolf fehlt. Und ich weiß nicht, wir müssen dann mal ganz kurz hintergucken zu unserem Jägerlager, ob die überhaupt gerade damit beschäftigt sind, Wölfe zu jagen, weil ich glaube, ich habe ihnen nämlich den Auftrag gegeben. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Find mir gleich raus. Und wie sieht's aus? Okay, ich habe ihnen tatsächlich nicht den Auftrag gegeben. Das heißt, wir machen die Prio 1 jetzt mal auf Wölfe, damit wir das auch fertig kriegen. Das wäre das hier. Das ist in Brad Pitt. Das ist auch nicht in Herndien. Padstow, das ist was ganz anderes. Bradstow, Bradford. Farnworth. Sprich mit Danik, weiß jetzt nicht, wo der ist. Müssen wir mal gucken. Farnworth. Und das ist irgendwas anderes. Okay. Fruchtfliege, geh weg. Dann haben wir ja quasi jetzt nur noch diese zwei Quests, die wir in Herndien abgeben können. Und dann weiß ich nicht, ob wir noch neue kriegen. Das werden wir auf jeden Fall dann sehen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass die Wölfe hier erledigt werden. Ich habe übrigens hier so eine Hirschtrophäe hingemacht. Hat mir auch ein bisschen was gebracht. Ach so, übrigens. Wollte ich jetzt ganz kurz schauen. Hier ist keiner drin. Obdachlos. Why obdachlos? Why nicht obdachlos? Haben wir hier jetzt genug Platz oder wie? Ach so, ja, ich weiß ja natürlich mal wieder warum. Weil die drei hier natürlich noch nicht Lunetria zugewiesen sind. Deshalb. So, dann schnell zuweisen, damit ihr einen Platz habt, einen warmen. Genau, jetzt sind hier zwei drin. Und da müsste, glaube ich, auch einer drin sein. Nochmal kurz nachkontrollieren. Ja, passt. Okay, alles klar. Sehr schön. Und wer erforscht jetzt hier? Der Frank. Ach, es ist der Apprentice-Schmied. Klar, der muss das erforschen. 7% erforscht. Sehr geil. Also Zimmermann brauchen wir auf jeden Fall noch. Was hatten wir jetzt alles? Zimmermann? Nee. Schmied. Weber und Bauer, oder? Ich glaube schon. Wir könnten aber in der Zwischenzeit auch nochmal nach Herndien rein düsen. Und da vielleicht mal ein paar Sachen platzieren. Und die beiden Zäune da hinten kann ich dann eigentlich auch irgendwann mal abreißen. Die waren da ja nur zu, ja, Übungszwecken, würde ich jetzt mal sagen. Wisst ihr, wie gut sich das anfühlt, wenn da unten steht, Herndien ist befreit und ich habe den Rang Bellwright? Ach, ich kann es euch nicht sagen, wie geil das ist. Endlich geschafft, nach so vielen Versuchen, so viel Schweiß und Blut ich da reingesteckt habe. Nein, Spaß. Alles nur Scherz. Ich meine, ja, ich habe natürlich viel reingesteckt, aber hat schon alles so gepasst. Wo könnten wir denn jetzt noch was Chilliges hinbauen?
Weiß ja nicht, ob dich hier dann auf dem Hügel das irgendwie geht. Schauen wir mal. Zwei, glaube ich, oder? Dorfbrunnen. Den Dorfbrunnen können wir natürlich mal platzieren. Und zwar, wie wäre es, wenn wir den hier hinklatschen? Dann haben wir das Dorfhaus. Das hätte ich gern auch jetzt irgendwo. Eigentlich so hier, aber scheint nicht zu gehen. Wenn wir hier unten eins hinbauen. Hier so. Kann man mal machen, oder? Ich möchte nämlich, dass hier ganz viele neue Einwohner kommen, damit die sich auch selbst versorgen können. Gehen wir mal dahinter. Ist hier noch Platz für ein Haus? Wohl eher nicht. Dann können wir nämlich auch vielleicht hier noch einen Dorfbrunnen hinstellen. So. Und da hinten kann man auf jeden Fall irgendwo noch ein Häusle hin platzieren. Da so vielleicht. Dorfhaus. Da guck mal, was für ein schönes Plätzchen du dann hast. So. Und unser Rundschild ist fertig. Was kann man noch machen? Dorfschrein, Dorflaterne. Ja. Achso, Quatsch. Laterne kann man auch immer hinbauen, ne? So. Okay. Geh mal zurück. Geh mal zurück und guck nach unserem Rundschild, was das dann in der Herstellung kostet. Und ich weiß jetzt nicht, kann man eigentlich den Glockenturm hier so einbauen, dass er nicht kaputtbar ist? Hey, wartet mal. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? So, jetzt lass mich mal gucken, wo das war. Da müssen wir, glaube ich, auf die Karte. Wenn ich jetzt hier hinklicke und auf Handel, dann kann ich nämlich jetzt handeln. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Falls nicht, jetzt wisst ihr es. Also, der erste Handel des Tages erhöht das Vertrauen. Das hier verkaufen sie alles. Rote Beete. Brauche ich nicht. Wie schaut's aus mit Zwiebeln? Ich brauche eigentlich nichts davon. Aber wir können es ja mal so machen, dass ich einen Bronzebarren nehme. Und was können wir denn dafür hergeben? Verdorbenes Essen. So, jetzt haben wir gehandelt. Jetzt bin ich mein verdorbenes Essen los. Und habe Bronzebarren gekriegt und 25 Ruf. Ah, das ist doch mal eine gute Sache. Das ist eine sehr coole Sache. Einmal schnell nach Hause und endlich wieder forschen. So. Wo sind wir denn hier? Ach scheiße, ich hätte gern den Apprentice Holzfäller gehabt für den Eibenkurzbogen. Na gut, also dann haben wir als nächstes das Bienenhaus. Das braucht aber Harz. Und wo bekomme ich Harz her? Das weiß ich nicht. Dann machen wir einfach mal hier die... Ach so, und Rohhaut brauche ich auch. Wo bekomme ich Rohhaut her? Keine Ahnung. Aber dann machen wir die gesteppte Hose, weil die sollte auf jeden Fall machbar sein. Wie weit sind sie denn? Haben sie denn schon meine zwei Ulmenkurzbogen hergestellt? Hier ist noch nichts. Da ist auf jeden Fall eine dran. Ich weiß aber nicht, was sie tut. Einer ist fertig. Und jetzt macht sie Kupfernägel. Habe ich nicht gesagt, dass ich zwei... möchte. Hat sie den im Inventar? Nö. Hallo, du sollst nicht weglaufen. Mach mir den Bogen. Okay, dann warten wir halt noch. Können wir dabei vielleicht schon mal die drei einfachen Äxte mitnehmen. Die habe ich ja hier gebunkert gehabt. Dann ist hier auch wieder leer. Ach, nehmen wir doch noch die alten Münzen mit. Die kann er gut gebrauchen. In Herndin und... Ich glaube, ich habe halt aber sonst nirgendwo einen Kurzbogen. Schauen wir doch nochmal nach. Also hier ist ja eigentlich definitiv keiner. Hier auch nicht.
Hier auch nicht. Dann habe ich hier hinten noch ein Lagerhäuschen. Wie sieht's da aus? Da ist noch einer drin. Nice. Cool. Jetzt weiß ich nicht, ob die drei Trophäen dann da noch reinpassen. Schauen wir mal, wie viel Platz eine verbraucht. Die andere ist auch in meinem Inventar. Und wie gesagt, dann brauchen wir ja nur noch Wolfs. Die Wolfstrophäe. Hä, wo ist mein Hirschding hin? Nein, wo ist es hin? Wer hat es geklaut? Wo ist mein Hirschding hin? Wo ist mein Hirschding hin? Wer hat sie denn geklaut? Da ist sie. Juhu. Okay, dann einmal ins Bettchen. Müsste jetzt eigentlich gehen? Genau. Und dann hoffentlich machen sie auch noch die Wolfstrophäe fertig. Ach, und unsere gesteppte Hose ist fertig. Cool. Reithose mit Knieschonern. Wofür brauche ich eine Reithose, wenn ich keine Pferde habe? Das braucht leider auch Rohhaut. Wir können den Kesselhut noch in Auftrag geben. Boah, was für ein Scheißwetter. Da will man sich doch am liebsten einfach nur vor dem Kamin chillen. So, wie sieht's denn jetzt aus mit der Wolfstrophäe? Da fehlt uns ein Wolfszahn und Fell. Ja gut, also bis wir dann den Wolfszahn haben, gehen wir jetzt einfach nach Herndin. Dann können wir zumindest die eine Quest schon mal abgeben. So, wo ist denn unser erstes Ausrufezeichen? Da. Was hattest du denn jetzt gebraucht? Wegen dieser Waffen, die du wolltest. Hier sind sie. Warte bis morgen, um bei Theodor Hewe nachzufragen. Klar. Und wollte Dobron von uns die Trophäen oder wer war das? Reden wir mal kurz mit ihm. Yes, sir. Ja, Herr. Ich bin eine Dame. Wegen dieser Trophäen, die du wolltest. Ja, ich kann halt einfach nur alles zusammen abgeben. Kann ich Ihnen helfen? Ich habe etwas Besonderes für dich. Verkaufen, alte Münze. Oh, ich glaube, hat es Sinn gemacht. Ja, Kit, wie geht's? Wie steht's? Alles fit im Schritt. Step closer, gentle folk. Gastexpert, Gastwirt. Buchhändler. The books in my store are essential to. Hast du Stärke? Ja, hast du. Warte mal, kaufen. Ja, Stärke hat er viermal sogar. Dann nehme ich doch mal drei davon mit. Das, glaube ich, ist nicht verkehrt. Und dann kann ich das gleich mal benutzingern. Super duper. Ich werde jetzt dann nach Hause düsen, werde das Dorf ein bisschen herrichten. Und ich hoffe, dass in der Zeit kein weiterer Überfalltrupp kommt. Wenn doch, weiß ich nicht, die letzten Parts bestanden halt jetzt nur aus den Überfalltrupps. Ich möchte halt schon ein bisschen weiterkommen mit euch und ein bisschen erforschen und rumreisen. Und ich denke, das machen wir dann auch einfach im nächsten Part, Leute. Und deshalb beende ich den Part an dieser Stelle. Es war wirklich ein Fest, dass ihr dabei wart und dass ich es geschafft habe. Feiere ich immer noch. Mein Gott, was ist schon wieder los mit mir? Egal. Also Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Baba!